Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit den Saccharomyceten. Und zwar habe ich euch die Gliederung der Pilze aus dem vorigen Video nochmal auf der rechten Seite hinkopiert. Ihr findet die Saccharomycetes praktisch in der Abteilung der Ascomycota. Und zwar ist es diese Gruppe oder diese Klasse, die keine Hyphen bilden und auch keine Fruchtkörper. Stattdessen bilden sie aber kugelige Einzelzellen. Und zwar sehen diese circa so aus. Mit hier mit der Zellwand. Und drinnen sieht man im Lichtmikroskop noch die Vakuole. Also, das ist die Vakuole und hier ist die Zellwand. Die Zellwand besteht nicht aus Chitin, sondern aus Melanoglykan. Und das Besondere an den Einzelzellen ist, dass sie sich nur vegetativ vermehren, also durch Mitose. Und diesen Vorgang nennt man auch Sprossung. Wie sieht nun eine sprossende Hefezelle aus? Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen. Hier ist die Mutterzelle. Und nebenbei befindet sich eine etwas kleinere Tochterzelle. Ebenfalls mit einer Vakuole. Also das ist eine sprossende Hefezelle. Und wenn sich Hyphen zusammenlagern, entsteht ein Geflecht und das nennt man Myzel. Und bei den Hefezellen ist es so, dass sich hier ebenfalls die kugeligen Einzelzellen zusammenlagern. Und dies nennt man dann nicht Myzel, sondern einfach Sprossmyzel. Und das Sprossmyzel zeichne ich euch auch noch kurz auf. Und zwar sind das einfach viele Einzelzellen zusammengelagert zu einem Geflecht. Und den Begriff Hefe kennt ihr auch vielleicht schon vom Brotbacken oder von der alkoholischen Gärung. Und zwar das Besondere an Hefezellen ist, dass sie unter anaeroben Bedingungen Zucker zu Ethanol und CO2 vergären. Und dies macht man sich, wie gesagt, bei der alkoholischen Gärung zunutze, aber auch beim Brotbacken zur Teiglockerung.
Ja, das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen zu den Saccharomycetes. Es ist ein etwas kürzeres Video, aber falls ihr dazu noch mehr wissen wollt, könnt ihr mir gerne noch schreiben. Tschüss!